herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andi TV. Die Östra, das sind die hannoverschen Verkehrsbetriebe, die hier die U-Bahn und die Busse und das alles hier stellen. Die kriegen jetzt einen neuen Stadtbahnwagen, den TB 3000. Ihr kennt das, der grüne, das war der TB 6000, der fährt schon so lange hier, wie es die U-Bahn hier gibt, seit den 60er Jahren. Dann zur Expo kam der TB 2000, das war der Silberfall. Und nun eben den TB 3000. Vorgestellt wurde das Ganze im Rahmen eines Tages der offenen Tür im Betriebshof Glocksee. Und ich würde sagen, gucken wir uns mal ein bisschen um. Ja, das ist jetzt hier auf dem Betriebsgelände Glocksee. Und hier ist ganz schön was los. Also das Interesse war riesig. Hier sehen wir jetzt den Wagen erstmal in voller Länge. Man sieht, er hat nur noch ein Gelenk. Dafür hat er dann mehr Sitzplätze im Inneren. Die roten Streifen über der Tür signalisieren den Fahrgast bereits von außen, dass die Tür verriegelt ist. Die geht dann auch nicht mehr auf. Wenn die grünen brennen, dann kann man halt noch zusteigen. Tja, und wie bereits erwähnt, die wichtigste Neuerung ist, er hat keine Klapptrittstufen mehr. Er kann also nur noch auf Strecken fahren, die komplett mit Hochbahnsteigen ausgerüstet sind. Das ist zum Beispiel die Strecke 3 und 7. Da wird er auch zum ersten Einsatz kommen. Eine weitere wichtige Neuerung ist, der TB 3000 hat keinen Rückspiegel mehr. Stattdessen hat er Rückfahrkameras. Auf jeder Seite zwei. Und dann kann der Fahrer auf dem Monitor sehen, ob Fahrgäste noch zusteigen wollen. Befinden wir uns hier im Inneren der Wagenhalle. Hier stehen tatsächlich noch die alten Straßenbahnwagen. Hier trifft also alt auf neu. Oben sieht man jetzt noch mal gut die roten Leuchtdiodenstriche. Solange die rot brennen, sind die Türen verriegelt. Es kann kein Fahrgast mehr zusteigen. Wie im TB 2000 gibt es auch hier jetzt wieder Fahrgastfernsehen. Dann sieht man hier vorne die zweigeteilte Front, das was grün ist. Ungefähr auf 1,80 Meter Höhe ist sie geteilt, das heißt der untere Teil ist crash-optimiert. Soll also, wenn da mal einer vorläuft und von der Bahn getroffen wird, soll das nicht gleich so schwere Verletzungen verursachen. Nach dem Tag der offenen Tür fanden dann am Samstagvormittag, den ganzen Vormittag, dann Schnupperfahrten statt. Und zwar zwischen Stadionbrücke und Hauptbahnhof. Jo, und das wurde auch rege genutzt. Das Ganze war kostenlos. Ja, und ich würde sagen, das gucken wir uns mal an.
Ja, das war Andi TV für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euch hat auch der TV 3000 ein bisschen gefallen. Denn er wird bald zum Hannover Stadtbild gehören. So, ich denke mal ab 2015, 2016 so ungefähr muss das sein. Vorher finden Schulungsfahrten statt und eben Testfahrten noch. Ja, jetzt würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Was das nächste Mal gibt, ich denke mal, ich habe noch ein paar Bilder aus Antalya gefunden von meinem letzten Urlaub. Dann können wir noch mal ein bisschen Impressionen zeigen. Ich würde sagen, bis dahin macht's erstmal gut. Tschüss.